ARDD, Age Research and Drug Discovery Meeting, das 10. hier in Kopenhagen. Und es ist eine Geschichte des Erfolgs. Vor 10 Jahren war das so ein ganz kleines Meeting mit ein paar Speeches, so einen Tag lang. Und heute, Montag bis Freitag, von morgens bis abends, 110 Speaker aus allen Kontinenten, 650 Zuschauerinnen und Zuschauer, ist total überbucht und online sind tausende Menschen dabei. Dieser Kongress ist für Wissenschaftler und von Wissenschaftlern für uns Menschen. Und unser erster Tag, der Medical Day, der zeigt uns, wie Longevity und die Forschung dazu, Healthy Longevity, in die Praxis kommt, zu uns Patienten. Our population is aging and it's suffering from a whole series of chronic diseases. Medicine today treats these diseases as individual diseases, occurrence. It turns out that they are all driven by aging. And so what it means is when you target aging itself and its mechanism, you actually expect to prevent the development of all of these diseases together. I went to the Healthy Longevity Clinic in Florida and they put me through my paces. And they discovered that I have a very early stage cardiovascular disease. So as it stands, I can reverse that. I can exercise differently. I actually can change my supplementation. And I think that that's really powerful. I mean, I am a believer in the longevity industry. And I think if I can do it, anybody can do it. And I think that's really exciting. Und all das, was Longevity-Mediziner benötigen, um uns im Alterungsprozess optimal gesund zu halten, das wurde an diesem Tag vorgestellt. Nahrungsergänzungsmittel der neuesten Generation gehören natürlich dazu. Right now we like supplements more than drugs because it's easier to get them tested in humans. If you have a drug that has side effects, it's a much bigger proposition to try to get approval for to test that in a healthy human population. And so we're also very optimistic about urolithin A. That's something we've tested in our lab in mice and we see very positive outcomes. What it does is it basically improves mitochondrial health. And we can see that when we look at muscle or liver in mice that are treated with urolithin. We also see it extends lifespan in fruit flies and killifish. So it seems to be a conserved component modulating longevity. And that gives us a lot of hope that it'll have positive effects in humans. We have, for example, a clinical trial where we have tested a compound called NR. So NR is a molecule that increases NAD. So we tested this in patients with smoker's lung because smoking induces DNA damage and DNA damage leads to loss of NAD. And it looks like NR can reduce inflammation in the lung. So ketone beta-hydroxybutyrate is a ketone, a naturally occurring ketones that we make when we're fasting. And also if we restrict your carbohydrate in your food, you can enter a state called ketosis. And so what happens when you take this ketone ester, you can eat anything you want, and within 30 minutes after drinking it, your body will be in a state of ketosis. And we are now doing clinical trials to look at the efficacy and the effect of this medicine in some way. It's a supplement right now, but one day it could become a medicine on various aspects of physiology. Und gerade unter den Medikamenten müssen es nicht immer aufwendige und teure Neuentwicklungen sein. Mit aktueller Methodik können eingeführten Medikamenten verborgene Longevity-Effekte entlockt werden. Zum Beispiel senolytische Effekte. Das heißt, sie killen seneszente Zellen, die ihren Job nicht mehr machen, sich aber weigern zu sterben und Entzündungen hervorrufen im ganzen Körper. Like there's a drug, a particular drug, which is used intravenously for treating osteoporosis, which has a senolytic effect. And the group at Oxford, for example, found that this drug, which has been used for over 20 years, is in people with osteoporosis actually associated with delayed Alzheimer's disease, delayed cancers, all kinds of other conditions. So there are a number of drugs that we've actually been using, but have an effect on a senolytic effect, and there seem to be some benefits when we look retrospectively. Das vielversprechendste Medikament ist derzeit das Rapamycin. Es unterdrückt in hohen Dosen die Immunabwehr und wird deshalb bei Organtransplantationen eingesetzt. In geringen Dosen zeigt es aber starke Langlebigkeitseffekte. Allerdings hat es Nebenwirkungen.
Tornado Therapeutics arbeitet an Rapalox. Das sind verwandte Wirkstoffe, die besser wirken sollen, ohne zu schaden. But we'll be getting it into humans next year in 2024, then the first half. But then we're going to need to carefully figure, do these placebo-controlled trials and determine how are we going to use it safely, where do we have the greatest benefit for aging-related conditions, and really be able to be informed for how we best help people have a healthy lifespan. Eine brandneue Studie zeigt auf, dass Altern meist in einem Organ beginnt, das dann andere Organe anstecken kann, und zwar bei jedem Menschen anders. Our research have shown that if individuals lose their pulmonary function, so the breathing activity first, then it's very likely that these individuals also have a decline in the cardiac function. So there is a sequence of aging, but very importantly, it's unique to that person. Alterungsprozesse individuell messen, das ist die Longevity-Devise. So the question now is, while analyzing in longevity clinics, what's happening with that body at this moment in time to then find the intervention for that individual, and that's precision medicine. Andrea Meyer setzt neueste Messinstrumente ein. Dazu zählen diverse Aging Clocks, Alterungsuhren. So we have two clocks based on laboratory measures in the biochemistry. We use the Seno clock and we use the blood age clock by Nu. They showed to be a little bit younger compared to the chronological age of 56. Then we also measured the epigenetic age, and he was 11 years older. We measured, this also implemented in our clinic, glycan age, and he was remarkably younger. And then we measured the microbiome, and he was, I would say, also remarkably older. Die Diagnostik am einzelnen Patienten ist komplex und erzeugt Unmengen an Daten. Nur mit Hilfe von KI können die verarbeitet werden. Und Longevity-Ärzte benötigen jede Menge Know-how dafür. Ohne richtige Diagnostik, ohne richtige Biomarker in langen Studien und möglichst wirklich in Zusammenarbeit von verschiedenen Zentren, damit man diese Daten dann auch gut vergleichen kann und Schlüsse ziehen kann, werden wir nie Interventionen haben, die wirklich auf die große Masse übersetzt werden. Um das große Potenzial der Langlebigkeitsmedizin für uns alle anwenden zu können, braucht es jede Menge Ärzte, die sich für das Thema begeistern. Alex Shavoronkov, einer der Gründer dieses Kongresses, nennt uns sein bestes Argument dafür. Just a physician, within your lifetime you can generate maybe 100,000 life years for the people. You are not actually saving lives, you are marginally extending them. But if you extend the life of every person on the planet by 1 year, by developing a drug, it's 8 billion life years at least. So that's the maximum altruism. Ja, und zum Schluss braucht es noch eine abschließende Einordnung des Center for Healthy Aging. Ganz klar von Dorothee Dormann, einer der Direktoren des IMB. Ich fand es sehr spannend zu sehen, wie viele verschiedene Uhren verwendet werden, um Patienten individuell Alterungsprozesse messen zu können. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir da in der Zukunft aus der Grundlagenforschung heraus auch noch weitere Uhren entwickeln können. Das ist auch etwas, woran wir hier in Mainz forschen im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs. Die könnten dann ebenfalls für die Precision Medicine eingesetzt werden. Der ARDD ist ein tolles Forum, wo Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenkommen und sich ausgetauscht wird über verschiedenste Bereiche des Alterns und der Medizin. Und da denke ich, dass da wirklich dann noch viel neues Wissen dadurch entstehen wird und wir da immer mehr lernen über Alterungsprozesse und altersbedingte Erkrankungen. Der ARDD, er macht uns Hoffnung. Forschung und Praxis entwickeln sich rasend schnell. Und bald wird hoffentlich vieles für uns verfügbar sein.